Sprich sie dann nicht auf Latein, sondern auf Deutsch. Was? Nein, um Gottes Willen. Dolore Defendia. Sieht gut aus. Wie viel Rüstung hast du bekommen? Ich habe mir nur 3 gegeben. 3er Rüstung. Natürliche Rüstung. Eine Aktion hast du noch. Genau, und mit der schmeiße ich mein Flammenschwert an. Rohan kennt das Probe und dann ist Kiaras dran. Entschuldigung, stopp. Jalan, hast du noch eine Aktion? Nee, mit dem Stolper nicht mehr. Diese Runde nicht mehr. Ja, Kiaras ist dran. Ja, dann möchte ich an das Vieh doch ran. Und hier so. Ja, du sitzt noch auf dem Pferd. Dann bist du in der Flanke. Genau, und ich habe einmal verteidigt, also habe ich keine Aktion mehr. Gut, passt. Aktienposition. Dann regeneriere ich einen W6 und ihr bekommt fixe 3 Punkte Schaden, Kälteschaden, durch die Eisaura. Jeder Kampfteil. Ach, Moment. Wollte ich sagen, auch wenn wir in Gardianum stehen? Jeder Kampfteilnehmer, der in der Distanzklasse N oder näher kämpft, nimmt 2 SP pro Kampfrunde durch niederländische Kälte, die von dem Drachen ausgeht. Das ist eine natürliche Kälte. Okay, aber wir sind ja nicht auf N. Also, wir zumindest nicht. Ja, SP. Dann nimmst du 1 SP. Weil ihr im Kampf seid. Dann nimmst du nicht 2 SP, sondern 1 SP. Naja, gut, genau. Also, was heißt jetzt natürlich? Wird die durch den Armatrutz aufgehalten oder nicht? Nee, wird sie nicht. Okay. Also, natürlich ist es eine dämonische Kälte, aber er ist tatsächlich kalt. Er ist kalt, ebenso wie die Flammenaura von einem Drachen nicht aufgehalten werden kann. Da brauchst du die Drachenpaste für. Habe ich euch in dem Drachenkampf-Tutorial schon beigebracht, denn Vorbruch war das Tutorial, jetzt das ist ein zweites Tutorial. Nachher bei Rassasor werdet ihr all dieses Wissen brauchen. Dritte Kampfrunde. Ich habe regeneriert und wir fangen von unten an. Jala mit der 13. Ich möchte wieder aufsitzen. Aufsitzen, ja. Dann eine Reitenprobe? Eine Reitenprobe, ist nicht erschwert. Kostet dich natürlich nur einfach Aktionen. Nächste Aktion. Meine nicht oder habe mir erstmal? Ich würde dir noch eine zugestehen, weil die Reitenprobe sehr gut ist und weil ich ein sehr gütiger Meister bin. Dann reite ich uns erstmal seitwärts an dem Jung vorbei. Aktion Position. Vor seinem Maul sitzen bleiben ist, glaube ich, nicht so das Kluge. Wird meine Ini jetzt mal bestimmt? Wir bleiben einfach mal dabei. Du bleibst jetzt dabei. Abelmir. Ich verwirke ebenfalls einen verkürzten Armatrutz. Armatrutz, Schild und Schutz. Armatrutz, Schild und Schutz. Das ist verkürzt, das bedeutet? +3. Nee, das meine ich hier mit. Achso, eine Aktion, oder? Ebenso ja, wie Iserun. Genau. Also 2-mal verkürzt. Dann ist Daimoroch dran. Bei mir sind es 2 Aktionen, aber ist egal. Also 1,5. Dann möchte ich einmal. Muss die gerade mal change back? Da ist er, gut. Ich mache eine Aktion Position und drehe mich. Da bekommt ihr einen Schwanzschlag ab. Also eine Aktion Position und dann habe ich noch 2 Aktionen. Das benutze ich für einen Biss und für einen Schwanzschlag. Oh, dann dürft ihr wieder ausweichen. Mal auf uns diesmal. Auf wen geht der Schwanzschlag? Mich oder Iserun? Du sitzt vorne. Dann auf mich. Also ist jetzt einfach ein Ausweichen mit Reiten als Hilfstalent oder wie? Erstmal eine Ausweichenprobe und dann. Gucken wir uns das mal an. Das könnte ich, wenn ich meine Reiten maximal schaffe. Nee, jetzt weiche ich auf keinen Fall aus. So, Iserun ist ausgewichen, Kiaras ist ausgewichen, das ist gut. Dann kann Kiaras unter dem Biss wieder hindurchtauchen. Die 22 willst du nicht nehmen, Freundchen, da sei mal sicher. Und dann bekommt Jalan die 12 Punkte. In den Kopf tatsächlich. Ja, ist aber nicht verdoppelt. Doch besser so. Wie viel Rüstung hast du da? 7, das heißt, ich bekomme nicht 6, sondern 5. Okay, dann ist Daimoroch durch, Iserun. Er muss noch eine Probe machen. Richtig, Probe wird, diesmal, ich habe mittlerweile Kriegsreiterei gelernt, ist der Schaden allerdings geviertelt. Das heißt, ein Viertel von 5, 1. Nein, du machst hier eine Gewandtheit oder eine Athletik oder sowas, Bruder, Körperkraftprobe. Nein, die Drachen sitzen selber zu dabei. Bleiben, sitzen zu bleiben ist immer eine Dings. Eine Reitenprobe. Es gibt ja einen Drachen-Spezialregen. Den möchte ich sehen. Kann Johnny ja recherchieren in der Zobot. Während das passiert. Wir machen einfach mal weiter mit Iserun. Ja, ich schlage mit meinem Flammenschwert nach dem Drachen und sage einen Wuchtschlag 5 an. Auf welche Distanzklasse bist du?
Gute Frage, wo sind wir jetzt nochmal? Genau? Du kannst es dir aussuchen. Also spring halt vom Pferd ab, ich muss gerade gucken, der Schwanz hat HNS. Such es dir auch meinetwegen aus. Also das für dich günstiger. Dann halt N. Okay, dann kriegst du nämlich auch die 2 Schaden. Kampf von. Das deswegen frage ich. Gut, dann würfel deinen Angriff. Wenn du triffst, kannst du auch gleich den Schaden würfeln, weil er nicht mehr parieren kann und will. Ja, ich treffe aber nicht. Diese Runde ist durch. Kiras. 2 Attacken ins Gesicht. 2 Attacken ins Gesicht. Ich habe 2 Rapiere ausgerüstet. Ja, aber mit 2 Rapieren wirst du kein Pferd reiten und lenken können. Das tut mir leid. Dann wirst du die Zügel loslassen und dann bitte schnell ziehen. Hast du schnell ziehen? Ja, also eigentlich ist zum Pferd glauben, ohne Zügel hatten wir extra die Kriegsreiterei da. Ja, hast du denn Kriegsreiterei? Achso, die hat er nicht, okay. Also er ist zwar ein Reihergeweihter, aber ich glaube, du hast auch nicht mal Schnellziehen. Ich glaube, das war auch ein Ding. Das kann sein, ja. Dann rüstest du jetzt in diesen beiden Aktionen deine Rapiere aus. Okay, ich hatte also keine Waffen. Okay. Ja, schon, aber wenn du reiten musst, Jalan hat ja eben auch eine Aktion aufgewandt, um die Züge loszulassen und seinen Schreitkolben zu ziehen. Achso, ja gut, dann ziehe ich meine Waffen. So, dann bekommt ihr jetzt Schaden. Alle, die in S oder mehr stehen, also alle, die in S stehen, nur ein. Alle, die in N stehen, das ist vor allem Isaron, 2 SP. Ich meine, wenn Isaron bei mir auf dem Pferd sitzt, stehe ich wohl auch in N. Ja, dann hat sie das wohl jetzt für dich mitentschieden und ich regeneriere einen weiteren Würfel. 3. Gut. Schaden bei euch ist notiert. Jalan ist dran. Ich werde dann mal mit dem Streitkolben attackieren, wenn wir schon auf N sind. Ich möchte gerne. Ach, sind wir entspannt? Machen wir 4er Wurfschlag. Kommt, machen wir 5er. Machen wir 5er. Von nichts kommt nichts. Der Drache darf wieder schießen, diese Runde KF4. Oh, schön, dass du mitgezählt hast. Das ist sehr gut. Danke, Johnny. So, Streitkolben, das ist getroffen, ne? Werden nicht ausweichen. Das muss ich mir nicht antun. Das könntest du bereuen. Denn jetzt kommt 5. Und der wird verdoppelt, weil Boron heilig. Boron heiliger Streitkolben? Das war noch von Schlachtfeld von Werheim, ne? Nee, von Bruder Stügumar. Ja, genau. Für Werheim war das, glaube ich, schon. Nein, den haben wir erst hier in Garad bekommen. Erst wir haben diese Weihe hier erst in Garad drauf. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Okay, also ich glaube dir, dass die Boron heilig ist. Sind, was haben wir gesagt? 17 mal 2? Ja. Ich weiß auf jeden Fall, sie wurde hier in Garad gemacht. Willst du eine Zone haben? 34. Die Zone ist egal. Wird wohl der Schwanz sein. A, du darfst keine Zone ansagen, weil du keine Drachenkunde hast. Und B, wird da sowieso keine Wunden bekommen. Wir ansagen keine, ob du eine haben wolltest. Egal. Gut. So, dann ist Jalan durch. Abelmir. Ich würde vom Pferd gleiten und probieren ihn gleich zu attackieren. Gestehe ich dir zu, Kiaras hat da gut geritten, dann kannst du dich auch gleich unter seinen Hals stellen, ohne Position. Mhm. Hast du ein Gardianum an? Ja. Ist das ein Dämonenschild? Nein, ein normaler. Gut, das ist nämlich wichtig, sonst kannst du dich halt gar nicht an ihn ranstellen, weil du nicht sich gegen die Körperkraft von ihm stellen kannst. Ich attackiere. Aniko. Schaden. Ein plus 10. Das ist nur magischer Schaden, ne? Magischer Feuerschaden. Ist ein Flammenschwert. Macht er noch irgendwas zusätzlich? Ist einfach nur ein Feuerschaden. Ein plus 4 plus halbe Ritualkenntnis und dann muss mein Ritualkenntnis, ich habe die halbe Ritualkenntnis, also die Ritualkenntnis vollständig in Trefferpunkt um. Das heißt plus 6, das Flammenschwert ein plus 4, also ein plus 10. Er macht im Übrigen Feuersekundärschaden, das heißt pro 10 TP sinkt die RS in dieser Zone um einen Punkt. Ja. Und ich würfle eine 1. bekommt er 11 Trefferpunkte. Minus zu? 11 in. Wo stehe ich? Okay. Nee, wie gesagt, müssen wir nicht auswürfeln. In den Hals. Ja, gut. In den Hals. Also da, wo du stehst. Genau. Johnny bemerkt gerade, dass Perldrachen wohl doch im Schwanzschlag niederwerfen haben. Soll ich die KK-Probe nachwürfeln? Die KK-Probe ist entweder um 2, 3 oder 4 erschwert, je nachdem, was er für eine Altersstufe von dir bekommen hat, Frosty.
Ja, dann nehme ihn mal als alten Drachen an. Also er ist untot. Er wird vielleicht nicht alles... Wenn du die Hilfsstufe annimmst, dann ist es sozusagen das eine Körperkontrollentscheid um 4. Mach mal. Mhm. Geschafft. Ja, das sieht gut aus. Gut. Schön, danke, dass du nochmal nachgeguckt hast. So, dann ist Abel mir abgestiegen, hat einmal zugeschlagen. Möchtest du dir noch eine Parade aufsparen? Ein Ausweichen, also kann er genau. Wahrscheinlich... Genau, ja, ja. Genau, also parieren kannst du sowieso nicht. Jetzt kommt dann... Ich möchte vorziehen. Ja. Ich gebe ihm 3 Attacken ins Gesicht. Stehst du auch auf N? N wie Nordpol? Mhm. 3 Attacken ins Gesicht. 1, 2, 3. Das ist dann schon mal direkt ein Cut. Weiter geht's. Nochmal. Und der Schaden. Willst du so gut? Das sind wird verdoppelt, das sind 23. 13, weil das Reiterschaden ist. Weil das was ist? Nee, das gilt, nur gegen das gilt nur gegen Fußkämpfer. Ach, nur gegen Fußkämpfer? Mhm. Na gut, dann sind es jetzt 22. Magischer Rondra-Schaden. Rondra wird nicht verdoppelt. Rondra wird nicht verdoppelt. Nope, aber das andere ist Uron-Schaden. Du hast 2 verschiedene? Ja, ich habe 2 verschiedene. Einmal gut, dass der andere nicht verdoppelt wird. Rondra war ja und die andere ist nur Ja, sind 24. Und nochmal 6 mal 2, ne? Sind auch nochmal 26. Minus die Rüstung. Gut, dann bist du durch. Dann hast du kein aktives Ausweichen mehr. Ich gebe dir mal einen Flammenstrahl. Das tat weh. Der trifft automatisch, ne? Ja. Ja, steht hier. Also trifft automatisch mit 2W6 plus 12. Ist der Drache innerhalb meines Guardianum jetzt? Wirkt der Schaden? Also wirkt der Schild? Ja, ist doch mit der Drache ist in deinem Schild, ja. Okay, dann hat er also kein Guardianum. Sozusagen für Kiaras. Also es ist jetzt natürlich die Frage. Also ich mache einmal plus... Wir müssen uns gleich nochmal angucken. Also 11 plus 12 sind 23. So, wie groß ist dein Schild? Die Schildstärke beträgt noch 22. Er ist nicht gegen Dämonen, ne? Sonst kannst du dich ja nicht reinstellen. Aber er ist gegen einen Flammenstrahl gerichtet. Genau. So ein Faxio, also ein Zonder-Element, ist nämlich ein ganz normaler Zauber, der, also Schadenszauber, der am Ding hängen bleibt. Ja, das ist auf alle Fälle richtig. Ich habe nur überlegt, ob Kiaras in dem Radius steht. 3 Meter Radius, ne? Genau. Auf dem Pferd. Ja, dann gestehe ich Kiaras mal einen halben Schritt in dein Guardianum zu. Achte da drauf. Nächstes Mal sind es 4 Meter. Und dann stehst du nicht mehr drin. Dann kannst du nämlich die Schildzone abziehen. Ich krieg einen weiteren Schwanzschlag durch und ich möchte beißen. So, einmal Schwanz für Yalan. Und einmal beißen für Yaras. Dann bin ich mit meiner Aktion durch. Nehmen den Schlag, gucken wir uns die Zone an. Kiaras darf noch frei ausweichen, wenn er will, dann verliert er die Initiative. Ja, ich versuche frei zu ausweichen. Bekommen wir 2 Punkte Schaden. Ja. Mach das mal den Reitenpunkt. Dann verlierst du Initiative und bekommst 20 Schaden. 20 Trefferpunkte, dann darfst deine Rüstung abziehen. Ein Klauenangriff ist ein Angriff zum Niederwerfen. Körperkraftprobe Schwert um 8. Warum jetzt 8? Das ist ein Biss. Weil Klaue 8 ist und Schwanz nur 4. Biss. Oh. Biss und Schwanz. Biss ist, glaube ich, kein Angriff zum Niederwerfen. Glaube ich nicht, ne, er greift einfach von oben in den Körper von... Ja, er würde sich nur bei einer 1 verbeißen, der Drache, aber dann passiert nichts, wenn du bist. Aber das willst du nicht. Oh, das willst du nicht, glaub mir, das geht durch die Rüstung. So, Yalan, konntest du ausweichen? Nein. Ich hab gar nicht jetzt versucht auszuweichen, ich attackier gleich einfach nochmal. Ja, dann kriegst du wie viel Schaden? 2. Also 14 gegen Schildarm, 2. Genau, 14 gegen Schildarm, das wollte ich wissen. Reitenprobe Schwert um 1 ist geschafft. Gut, und der Niederwerfen ist auch gelungen. Das ist das, was ich wissen wollte. Dann sind wir hinten fertig. Dann muss ich 20 Schaden auf den Schwert haben. Wie viel Schaden ist das noch? 15. Das wird wohl eine Wunde sein. 2. 2 Stück? Ja. Selbstbeherrschungsprobe. Kriegst du. Und 2 Stück. Eine für stehen bleiben und eine für Wunden ignorieren. Die ist ja schwer. Die erste zum stehen bleiben, um kampffähig zu bleiben, ist ja schwer, um den Schaden zu erhöhen. Das ist um 17 erleichtert.
Ah ja, dann sind wir um 17 zusätzlich erleichtert nach dem Modifikator. Boah, dann müssen wir das eigentlich gar nicht würfeln, aber... Ja, hat er wohl geschafft. War kein Patzer. Was? Ja, bleib so stehen. Ich glaube, du kannst die beiden Wunden unterdrücken. Das soll wohl gelingen, also dann will ich jetzt keine weitere. Dann sind wir mit Daimoroch durch. Iserun. Ich werde wieder angreifen. Das gleiche wie letztes Mal, auch ein 5er Wuchtschlag. Ja. Heute ist aber auch. Kiaras hat dein ganzes Glück gestohlen. Das war die erste. Du darfst noch mal umwandeln. Na, plus 4. Ah, der hat schon mit seinem Schwanz angegriffen, stimmt. Ja, ja. Also, ja. Ich glaube, ich könnte dich damit auch angreifen, aber. Also, so ein AOE-Effekt, aber ich lasse das einfach mal sein. So, wandel um, greif ein zweites Mal an. Oh, gibt's ja nicht, Alter. Ja, was machst du denn da hinten? Beschreib doch mal. Versuchst den Schwanz zu schlagen. Ich bin überhaupt nicht damit, also ich habe keine Übung darin, irgendwie so einen komisch herumwirbelnden Knochenschwanz zu schlagen. Und deswegen pfeift das Flammschwert immer zwischen den Knochen hindurch. Mhm. Ganz schön ärgerlich. Sieht so ein bisschen aus vielleicht wie so eine Katze, die so einen Bindfaden jagt. Ja, Kiaras, mit verbindeter Initiativität, du hast vorgezogen, dann siehst du durch, ne? Ihr steht alle auf N, ihr bekommt alle... Bitte? Ich habe noch eine Aktion. Du musst die auf der 13... Ja, du kannst nicht weiter. Auf der 13 muss alles passiert sein. Ich habe doch gerade eben gesagt, dass ich die umwandeln würde. Warum muss das auf der 13 jetzt... Ja? Das muss auf der 13 passieren. Meine erste Aktion ist durch. Die war auf der 13. Du musst auf der 13... Dann habe ich noch die umgewandelte Parade. Dann kannst du nicht mehr umwandeln. Auf der 13. Du bist auf der 13 dran und da entscheidet sich das. Und wenn du dann deine Paraden nicht benutzt, dann halt nicht. Ja, gut, dann halt vorher. Kannst du dir nächstes Mal dann ausdenken. So, das ist ja das Tolle an dem Initiative-System. AOE-Schaden. Genau, jeder zwei Eisschaden. Und ich bekomme einmal 5 zurück und dann kann Johnny die nächste Kampfrunde sagen. Danke. Plus 5. Ja, dann. Möchtest du umwandeln? Ich möchte eine Aktion Position aufwenden und einen Halbkreis reiten. Iserun ist vom Pferd runtergesprungen. Warte, ich muss meine zweite Aktion jetzt mit ansagen, ja? Oder? Iserun, du bist vom Pferd runtergesprungen, ne? Ja, ich denke mal schon. Ich glaube auch. Also ich muss meine zweite Aktion jetzt mit ansagen, ja? Warte mal, geh mal wieder zurück. Zieh mal bitte nur dich. Okay. Genau, du bist dann auf der 13. Dann reite ich jetzt einen Halbkreis und mit der zweiten Aktion werde ich dann Sturmangriff machen. Also du kannst keine 180-Grad-Drehung machen, das lasse ich nicht zu. Kann ich nicht? Okay. Nein, dann, du reitest jetzt einen schönen Kreis. Ja, dann mache ich jetzt halt mit zwei Aktionen Halbkreis. Also, wieso bist, sagen wir, hierhin. Dann kannst du ihn das nächste Mal noch ziehen, dann kann man nämlich die Meter nämlich original bestimmen. Okay. Mach das doch mal bitte. Messen wir die Leertaste. Hab ich ja schon. Guck mal, wo du... Ja, warte. Wie viele Meter? Ich kann 32. Gut. Also 3 mal 12, was 36 wären, wie ich gerade merke. Gut. Steckst du deinen Stahlkolben wieder weg? Nein, womit soll ich ihn sonst angreifen? Ich frag nur, weil du mit dem vollen Galopp gerade losrennst. Sonst mach mal Geschwindigkeit mal 2. Kannst du jetzt nicht einfach aus dem Stand in Sprint ansetzen, wenn du noch einen Stahlkolben hast. Das habe ich Eras eben auch angemerkt. Das ist okay. Messen wir neu aus. Geschwindigkeit mal 2, das ist dann 24. Genau. Dann wird der Kreis nämlich kleiner. Du Fuchs. So. Was heißt Fuchs? Ich bin so oder so von dem Vieh weg. Also es geht nur bis 3 Meter. Abel mir 15. Ich mache eine Aktion, eine Zauberei. Guardianum Zauberschild. Guardianum Zauberschild. Macht die Zauberei gammelt. Verkürzt Zauberdauer. Ja. Eine Aktion. Schild erneuern. Genau. Er wird einfach überschrieben, die werden sich nicht... Die letzte Aktion von Vorbroch, der hat diesen Zauber zerbrochen. Ach so, okay. Daimoroch, aber ja. Daimoroch, gut. Genau, der Eisstrahl von dir hatte einen Punkt Schaden an Kiaras gemacht und hat damit den gesamten Guardianum zerbrochen gehabt in der Sekunde. Nice. Letzte Runde. Ist ja, gelungen. Okay. Eine Aktion, hätte ich noch eine Aktion Zeit oder muss ich mir jetzt warten? Mach mal, dann wurde ich durch. Weiter eine Aktion. Attacke mit dem Flammenschwert attackieren. Mhm. Also erstmal Attacke.
Misslung. Panzer musst du nicht würfeln. Kein Panzer. Gut, dann einfach nicht getroffen. Daimoroch ist dran. Jemand vorziehen? Ja, ich möchte vorziehen. Ich haue wieder dreimal ins Gesicht. Du willst echt wissen da vorne. Sagen wir so, einen weiteren Angriff halte ich nicht aus. Von daher, vielleicht kriege ich ihn ja platt. Ich kündige auch schon mal an, dass ich vorziehen möchte. Okay. Gut, mit meinem Schwertarm, glaube ich, habe mich ja getroffen, kriege ich eine Vierer Erschwernis. Nee, kriegst du nicht, weil du ja nicht, weil du die Wunden unterdrückt hast. Also du hast die Würfel, du hast die so nicht gewürfelt, aber... Ich getroffen. Passt. Ja, weiter. Ja gut, dann verfällt der letzte auch. Ja, das trifft nicht. Patzer. Ist tatsächlich nicht Tabelle. Ja, dann... Ich glaube, den will ich rerollen. Mit deinem Schicksalspunkt? Ja, genau. Damit ich kann den nicht verfallen lassen. Ich muss den jetzt den Schaden heimholen. Hätte ich euch keine geben sollen. Das wäre dann viel lustiger. Ja, von daher... Ich ja, dann würfel 9. Los. 7. 15. Und der Schaden. Das ist jetzt... Der erste ist Rondra, ne? Ja. Rondra sind einmal 12. Und das Rüstungsschutz... Auf am Ende halt ihn runter Schaden. 8 mal 2 sind 16 minus Rüstungsschutz. Und 10 mal 2 20 FS. Dieser Run? Genau, ich ziehe vor, greife mit meinem Flammenschwert an und sage diesmal einen 7er Wortschlag. 7er Wort. Hast du noch eine Erschwernis? Nee, hast du nicht. Nö. Hat sie mal einen zweiten Angriff abgebaut. Ja, weil du eben... Kann ja sein, dass du... Aber sie trifft! Sie trifft! Ein Wunder ist geschehen! Dann brauchst du denn eine Trefferzone für den Drachen? Wir brauchen keine Trefferzone, aber ich kann dir jetzt beschreiben, dass der Schwanz abgeschlagen wird und die ersten Erfolgserlebnisse, die ihr tatsächlich habt. Also es ist keine regeltechnische Wunde, aber ihr seht jetzt eben, dass... Jetzt habe ich gar keinen Schwanzschlag mehr. Ich wollte gerade Schwanz schlagen. Ja, gut, dass du vorgezogen hast. Ja, der Schwanz wirbelt um die Luft und bröselt gegen das Haus gegen. Dann bin ich dran. Ja, ich mache das einfach mal. Ich mache einen Schwanzschlag, habe ich nicht mehr. Dann... Einmal Biss auf Kiaras und einmal Clown auf Abelmir. Könnte jetzt übel werden. Wieso ist das? Achso, misslungen. Okay, steht auch dran. Biss ausweichen, misslungen. Jetzt kommt dann der Biss mit 19. Ja, ich bin tot. Ist tot? Ja. Muss du einen Schicksalspunkt verbrennen? Ja, muss ich wohl. Was heißt Torwart? Sterben tust du erst bei unter halber K.O. Ja, ich glaube nicht, dass ihr aktuell dafür Zeit habt in einem Kampf. Sei denn, Abelmir hat wieder so gute Sachen wie ein F-Trank aus dem... Ach, man liegt schon ziemlich lange. Also so im Bereich von 10. Gut, Kiaras verbrennt ein Schick, ja? Rippy. Ja. Dann kann Abelmir neben sich sehen, ähnlich wie es bei Torgosch passiert ist, dass sich der riesige... das riesige Maul von Daimoroch um Kiaras schließt. Es knackt einmal und die spärliche Rüstung, das rote Glühen, wird kurz im schwarzen Schlund verschwinden. Kiaras bricht zusammen. Die letzte Aktion mache ich eine Aktion Position. Ihr könnt erkennen, wie sich der Drache aufrichtet auf die Hinterbeine. Dann bekommt ihr die vorne nicht mehr, aber Isarun hinten bekommt nochmal 2 SP Kälteschaden. Regeneration? Regeneration von mir, genau, danke. Das sind nochmal 4. Drache möchte vorziehen. Isarun dürfte noch. Kiaras ist raus. Ich möchte zweimal angreifen. Wuchtschlag 4er. Wuchtschlag 4. Och, das ist nicht so ein Kacke. Und dann halt mein umgewandelter. Okay.
Der trifft wenigstens. So knapp am Crit vorbei. Tut aber ganz schön weh. Gut. Ja, dann reißt du ihm weitere Gedärme von hinten raus und wirst mit sowas wie Kot und Urin besudelt, während du da die Gedärme rausreißt. Der Drache zieht, wie gesagt, vor und erhebt sich in die Luft. Wie schnell erhebt er sich denn? Mit seinen restlichen Aktionpositionen jetzt. Also kann ich ihn nicht mehr erwischen? Nein. Du reitest natürlich noch deinen Angriff, aber er wird die Position wechseln. Bitte, bitte. Ach so, der reitet nur darüber. Nee. Er fängt jetzt an, Moment. Er wird sich jetzt hier erheben, auf seine Hinterbeine einmal abstoßen und zieht jetzt hier erstmal seine Kreise. Ihr könnt gleich einmal gucken, inwiefern ihr jetzt euch um Kiras kümmern wollt. Immer noch die Frage an Ömer, ob er in den Kampf eingreifen möchte. Wir sind noch nicht fertig, denn Dalmoroch wird nach wenigen Augenblicken dann hier hinten landen. Auf dem Dach. Bring ihn auf den Rücken! Ich assistiere dir, die anderen zu töten. Das ist in Ordnung. Ja, wir machen weiter. Ohne Initiative bei euch. Kiras bricht gerade wie tot zusammen. Ich bin wahrscheinlich am nächsten bei ihm. Kiras! Stürme zu ihm. Und fühlt erstmal seinen Puls vielleicht wahrscheinlich. Ob er noch lebt. Sehr, sehr schwach. Er blutet geradeaus. Dann taste ich mal seine Taschen ab, auf der Suche nach dem Heiltrank, den er hat, wie ich weiß. Ja, glücklicherweise wird er ihn dabei haben und er ist nicht zerbrochen. Die Schicksalsgöttin will es. Ja, dann werde ich diesen Heiltrank entkorken und ihm vorsichtig versuchen einzuflößen. Kannst du tun, das ist ein F-Trank. Jaras kann den F-Trank mal auswürfeln. Du hörst hinter dir das Gepolter von Jarlans Pferd und das enttäuschte Stöhnen von Jarlan, der gerade seinen Angriff reiten wollte, was allerdings nicht geklappt hat. Willst du weiter reiten alleine oder willst du Isarun aufsammeln? Nee, ich halte dann erstmal, also ich bringe das Pferd zum Stehen, bring ein bisschen rum und sammle Isarun auf. Mhm. Agastra, seid ihr noch in einem Stück? Jawohl. Unverletzt soweit, also außer diese fiese Aura, die von dem ausgeht. Aber Kiaras geht das nicht gut. Ich bringe das Pferd dann nochmal darüber. Aber mehr, wie sieht er aus? Ich glaube, ich konnte ihn einigermaßen stabilisieren. Aber ich fürchte, für einen Kampf. Noch einen Kampf wird er nicht überstehen. Braucht ihr einen Heiltrank? Ich habe ihm schon probiert, einen einzuflößen. Ich glaube, er wirkt langsam. Ich schaue mal an, ob sein Gesicht, ob er denn wieder etwas rosigere Farben bekommt. Gott, Heiltränke schmecken widerlich. Was passiert? Ihr lebt. Ihr solltet euch vielleicht vom Maul dieses Drachen fernhalten. Ja. Klingt nach einem guten Rat. Nähert ihn euch von hinten, wenn es geht. Ihr seid doch schnell. Ich könnte euch doch nicht einfach da stehen lassen. Wo ist er hin? Guck mich mal um, wo der Drache hin ist. Da hinten fliegt er. Ja, setzt sich gerade auf die andere Ecke eines Kasernengebäudes, das unter dem Gewicht nachgibt. Isarun kann hinter sich noch den zuckenden Schwanz erkennen, wie er gerade da sich in organischen Schleim verwandelt und dann einfach in den Boden läuft und tropft. Der sich da so gerade auflöst und von Satinav dann gerufen wird. Die Zeiten von ihm sind beendet. Der Drache ist immer noch oben und speit weitere Feuer- und Flammenlanzen. Auch jetzt ins Innere der Stadt, also dreht sich so ein bisschen um, scheint euch ein bisschen zu ignorieren. Ab und zu könnt ihr sehen, wie er mal mit seinem Kopf rumruckt, ob er dann von euch gerade die Ruhe hat, aber immer mal wieder jetzt hier in Richtung Nadesheim, Villa Störrebrand und so sein Feuer speit. Wir müssen auf dieses Haus.